Und hier kommt der Quick-Tipp der Woche. Ein kleines knackiges Video, in dem es rund um Neuhelgoland geht. Neuhelgoland liegt im Landkreis Osterholz-Scharmbeck in der schönen Gemeinschaft Worpswede im Teufelsmoor. Und den kleinen Fluss, den wir hier sehen, das ist die Hamme und der wiederum ist ein Nebenarm der Lesum. Auf der linken Seite sehen wir die Hammhütte Neuhelgoland. Hier gibt es allerlei Fischspezialitäten. Wer also Lust hat, nach einer kleinen Wanderung sich zu stärken, der findet hier in der Hammhütte ein richtig schönes norddeutsches Essen, eine richtig schöne norddeutsche Küche. Die Adresse des Restaurants sowie ein Link zur Speisekarte werde ich unten in die Beschreibung legen. Im Sommer lässt es sich ganz prima auf der Terrasse direkt an der Hamme sitzen. Man sitzt direkt am Fluss, ja, einfach wunderbar. Wer Lust hat, kann mit einem umgebauten alten Torfkahn, der jetzt in Elektroantrieb läuft, eine schöne Tagestour machen. Leider zur Corona-Zeit nur mit Maske. Aber trotzdem etwas sehr Sehenswertes, denn die Fahrt ist wunderschön und man erlebt die Natur auf einer ganz anderen Art und Weise. Neuhelgoland hat noch etwas mehr zu bieten, denn es hat einen Aussichtsturm, einen eigenen Aussichtsturm. Und zwar, wie soll er wohl heißen? Natürlich Aussichtsturm Neuhelgoland. Auf dem Weg zu diesem Turm, der unweit von dem Restaurant ist, ich denke mal so 10 bis 15 Fußminuten, wer gut zu Fuß ist, erreicht das Ding vielleicht auch in 5 Minuten. Ja, und auf dem Weg dorthin sind wir noch an einer kleinen Pferdewiese vorbeigekommen und ich konnte es einfach nicht nachlassen und habe hier mal so die kleinen neugeborenen Fohlen gefilmt. Naja, so ganz neu sind sie nicht mehr, aber zumindest sind sie noch klein und niedlich. Die wollte ich euch einfach mal zeigen. Der Mutter kommt das alles ein bisschen spanisch vor. Was sind das für Menschen? Was macht der da? Eine große Kamera? Kenne ich nicht. Also, das ist mir nicht ganz geheuer, denkt die Dame sich wohl. Und damit haben wir dann auch das Signal bekommen, abzubrechen und an dieser Stelle weiterzugehen und versuchen, den Hochturm bzw. den Neuhelgolander Aussichtsturm zu finden. Ja, und nun sind wir endlich da. Wir haben den Aussichtsturm Neuhelgoland gefunden. Leider habe ich keine Informationen darüber bekommen, wie hoch der Turm ist, wann er gebaut worden ist, was er gekostet hat und so weiter. Da muss ich euch, diese Informationen muss ich euch schuldig bleiben. Ich konnte sie nirgendwo finden. Falls dieses Video irgendjemand mal sehen sollte, der kann ja in den Kommentaren vielleicht diese Daten ergänzen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ja, und ich sage an dieser Stelle jetzt Tschüss und würde mich freuen, wenn ihr den Daumen hoch macht, natürlich meinen kleinen Kanal abonniert und was das Allerwichtigste ist, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst, die Glocke anklicken. Naja, mal gucken, wer das so von euch alles macht. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, das war's jetzt. Und ach so, ganz zum Schluss noch liebe Grüße an meinen treuen Kameraträger und Kofferträger, den Sedat. Ein treuer Freund, den ich schon seit über 10 Jahren kenne und der ständig immer meine Kameraausrüstung trägt. Vielen Dank an Sedat. So, und das war's. Bis zum nächsten Video. Tschüss.